Der Kalif kommt nach Deutschland. Das Gelände wird eine kompakte Größe haben und die wichtigsten Stellen werden gut fußläufig erreichbar sein. Der Kalif, er kommt nach Deutschland, genauer gesagt nach Mendig in die Eifel. Mirza Masro Ahmad ist hier der Kalif von Kalifat ul-Masih. Kein Spaß, Leute, wir sind heute bei einem ernsten Thema. 50.000 Muslime treffen sich in Deutschland zu ihrem Jahresfest, wie sie das nennen. Es geht hier um die spirituelle Jahresversammlung der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde. Sie ist die größte muslimische Community der Welt in 205 Ländern dieser Welt vertreten und sie feiert jetzt hier einfach mal ein Fest in Deutschland mit 50.000 Muslimen, alleine 6.000 Helfer sind hier im Einsatz. Dazu muss man mal sagen, diese Gemeinde ist friedlich, erwirtschaftet ihr eigenes Geld, befindet sich allerdings auf einem sehr konsequenten und energischen Missionskurs. Sie wollen in Deutschland 100 Moscheen bauen, gegen jeden Widerstand der Kommunen vor Ort. Sie sind davon überzeugt, dass die Erneuerung des Islams aus dem Westen kommt und hoffen darauf, dass viele Menschen konvertieren werden. Kein Spaß, Leute. Es findet hier quasi eine feindliche Übernahme durch eine andere Religion statt, wenn man das so ausdrücken möchte. Sie kommen hier, ich zeige euch das mal, wirklich auf den Flughafen Mendig und bauen eben mal eine ganze Zeltstadt auf, damit dies hier passieren kann. Und Tatsache, der Hauptredner auf dieser Veranstaltung, er wird am Freitag, den 23. August, dort sprechen. Hadrat Mirza Masro Ahmad, Kalifatul Masih, wie sie ihn nennen. Er ist der fünfte Nachfolger des Kalifen, wie sie das hier nennen. Es ist der Kalif des Messias, wenn man das übersetzt, ein auf Lebenszeit gewählter spiritueller Führer dieser Muslimgemeinde. Und sie feiern hier einfach ihre Glaubensgemeinschaft in aller Öffentlichkeit. Und da muss man nur mal sagen, liebe Tagesschau, wo seid ihr? Wissen denn das die Deutschen? Weiß denn die Bevölkerung das? Wir wissen nämlich alle, dass einer den Hitlergruß gezeigt hat beim CSD in Leipzig und dieses Video ging viral, wie man so schön sagen kann. Aber wo ist es denn hier, die große Berichterstattung über dieses Fest? Auch diese Berichterstattung, die Vorurteile abbauen könnte? Nein, man wartet dann hier wieder, bis ein Artikel in einer deutschen großen Zeitung erscheint, um dann am Ende wieder nichts davon gewusst haben zu wollen. Ob der Kalif hier am Ende persönlich erscheinen wird, ist noch unklar. Er hatte wohl eine Herzoperation und die Reisepläne sind hier noch unbekannt. Sie betonen jetzt allerdings, wenn Sie hier von einem Kalifat reden, geht es Ihnen nicht um eine Errichtung eines politischen Staatsgebildes. Vielmehr gehe es um ein rein spirituelles und religiöses Führungsverständnis. Ja, ich weiß, was damit gemeint ist. Das Kalifat soll die Entwicklung der Gläubigen fördern und Frieden und Toleranz stärken. Genau das Gegenteil ist am Ende der Fall. Hier ein Zitat eines Professors, der sich mit dieser Sache auseinandersetzt. Die Ahmadiyya ist eine hierarchische islamische Gruppierung, die von der Mehrheit der Muslime nicht anerkannt wird. Sie stammt ursprünglich aus Pakistan und geht auf den Gründervater Mirza Ghulam Ahmad zurück, der sich selbst als Erneuerer des Islam bezeichnete. Das bedeutet allerdings nicht, dass Ahmadiyya liberal oder besonders tolerant ist. Genau das Gegenteil ist hier der Fall. Sie sind aber in 205 Ländern inzwischen vertreten, gelten als größter Islamverband der ganzen Welt. Und dieses Fest, wie sie es nennen, die Jalsa Salana, fand zum ersten Mal 1976 mit rund 70 Teilnehmern in einer Hamburger Moschee statt. Und da haben wir wieder unser Problem. Wenn wir fremden Kulturen hier einfach alles erlauben, sie machen das jetzt hier unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit. Und das ist aber eigentlich ganz klassische Missionarsarbeit. Da würden manche sagen, das fällt unter die Religionsfreiheit. Ich würde sagen, nein, es fällt hier unter die Religionsfreiheit die persönliche Ausübung des Glaubens und das Praktizieren zu Hause in seinen eigenen vier Wänden oder in dem dafür gebauten Gotteshaus.
Alles zwischendrin ist in meinen Augen nicht von der Religionsfreiheit abgedeckt. Niemand hat ein Recht darauf, seinen Glauben in der Öffentlichkeit auszuleben. Niemand muss sich auf die Straße werfen mit einem Teppich, um zu beten. Auch die Katholiken müssen nicht mit ihrer Karfreitagsprozession oder ihrer Fronleichnamsprozession durch ganze Stadtgebiete marschieren. Das ist alles unnötig. Der Glaube bzw. die Religionsfreiheit des Individuums endet dort, wo sie die Freiheit eines anderen beschränkt. Und im öffentlichen Raum fühle ich mich auf jeden Fall belästigt und auch beeinträchtigt in meiner freien Meinungsäußerung zum Beispiel, wenn irgendwelche Glaubensrituale auf offener Straße abgehalten werden. Dafür haben wir Gotteshäuser, über 2.500 Moscheen in diesem Land, zigtausende Kirchen und sonstige Gebetsräume, bitte nicht in der Öffentlichkeit. Und so geht es auch dann hier. Die Missionarsarbeit hat nichts damit zu tun, dass man den Glauben hier praktiziert, sondern da geht es um die Weiterverbreitung des eigenen Glaubens. Und das können Sie bitte in Ihrer Freizeit machen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das hat nicht stattzufinden. Die Katholiken, sie treffen sich dann auch zu manchen Dingen. Jetzt kommen die einen mit dem Weltjugendtag, okay. Aber wenn irgendetwas ist, dann fahren sie alle zum Vatikan und treffen sich dort an dem Hauptsitz der katholischen Kirche, um was zu beschließen. Deswegen muss auch diese muslimische Gemeinde hier in Deutschland einfach nach Mekka fliegen, zur Kaaba, dort, wo ihr Glaube den Ursprung hat, um dort die Reformen des Islam voranzubringen. Hier in irgendeinem der westlichen Länder 50.000 Leute zusammenzutreiben, um dann hier irgendwelche Reformen besprechen zu wollen. Das ist am Ende in meinen Augen eine weitere Machtdemonstration derer, die über uns herrschen, gegen uns. Aber wenn man das wieder sagt, wird man in die eine Ecke gestellt. Und ich sage nochmal, sollen Sie Ihren Glauben ausüben, aber in Ihren eigenen vier Wänden und in der Öffentlichkeit hat das nichts verloren. Ebenfalls die Glaubensregeln, die hier den Strafgesetzen zuwiderlaufen, die gehören entfernt und auch jeder muss sich dazu bekennen, dass diese Gesetze in diesem Lande für ihn über der Scharia stehen. Wer es nicht akzeptieren kann, dass es eine Grenze gibt in diesem Land für Kinder, wann sie heiraten können, wer den Koran und die Scharia oben drüber stellt, hat in diesem Lande nichts verloren. Wir sind immer noch ein Rechtsstaat. Im Rechtsstaat. Ich weiß, manche wollen das nicht glauben und wenn man sich umschaut, sieht es auch nicht danach aus. Aber in der Theorie sind wir ein Rechtsstaat und da muss sich der starke Staat eben durchsetzen. Und wenn es Leute gibt, die das negieren oder für nicht so wichtig erachten, dann kann ich als Deutscher ganz einfach sagen, danke für deinen Aufenthaltstitel, der gilt ab sofort als entzogen und somit vollziehbar ausreisepflichtig. Da geht's zum Berliner Flughafen, da geht's zum Frankfurter Flughafen. Hier in Berlin fährt der Zug und bitte nach Hause geht's. Wenn sich die Leute nicht an die Regeln und Gesetze hier halten wollen, dann haben wir auch das Recht, ihnen den Zutritt hier zu verwehren und zu sagen, ciao, Kakao, ihr kennt das Ganze. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze hier? Ist schon kein Problem, reg dich nicht so auf oder sind die alle völlig wahnsinnig geworden? Ihr kennt das Spiel, ich würde tippen auf Letzteres, aber schreib mir mal einen Kommentar. Schau auch auf Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Projekt. Ansonsten schau mal bei X und Telegram, ob dein Abo da noch gilt. Ich bekomme immer wieder die Meldung, dass Leute ihr Abo bei meinem Kanal täglich erneuern müssen. Ich kann dazu leider nichts sagen, denn laut YouTube gibt es das Problem nicht, aber YouTube sagt öfters mal Dinge, die am Ende sich so nicht ganz als Wahrheit herausstellen, aber da sind sie nicht viel anders da wie eben Politiker. Damit sage ich ciao, bis zum nächsten Video.